Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, vierter Teil, Mond im Stier, Übergang vom Wieder in den Stier, Spitze 11. Haus, ist natürlich ein sehr, sehr starker Widerspruch. Logisch. Das 11. Haus steht für Wassermann und der Mond ist, wie ich immer sage, in sich selbst quadriert. Das heißt, auf der einen Seite will es eben der Mond im Stier gemütlich haben, ruhig haben. Er will daheim sitzen, sein Bierchen trinken, ja, sich verwöhnen lassen, ja, gut essen. Und auf der anderen Seite haben wir den prickelnden, unruhigen, nervösen, dynamischen, impulsiven, originellen, abwechslungsreichen, freiheitsliebenden Widder. Wieder sage ich Wassermann, der ausbrechen will und der seine Freiheit will, was der ja überhaupt nicht will. Ja? Also hier erkennen wir schon daran, dass Deutschland, nur an der Besetzung, dass Deutschland im Moment sehr zerrissen ist, dass es sehr stark um das Zuhause geht, die Heimat, die eigenen vier Wände und mit Schütze gerade, dass es hier schon sehr, sehr nervös zugeht, genauso wie wir das auch beim Herrscher von vier. Dem Merkur als Herrscher der Jungfrau im 9. Haus sind auch sehr viel Nervosität, aber auch in den Fischen Verträumtheit, Idealismus, also sie werden uns beschützen und sie sind alle so lieb zu uns. Naja, und auch hier ist der Merkur wie der Mond in sich selber quadriert, in sich selber schwer verspannt. Warum? Weil Fische und 9. Haus, Schütze, Fische und Schütze stehen im Quadrat zueinander. Also das heißt auch hier, die Bevölkerung ist auch gespalten. Aber immerhin, wie viel haben die AfD gewählt? Ich glaube 4% waren es in Baden-Württemberg. Also immerhin die Spaltung, die üblicherweise 50-50 ist, ist halt hier 82 zu 5,4. Also gemäß Auszählungsmaschinen ein ganz normales Ergebnis. Ja. Das Horoskop zeigt hier so eher eine paritätische Spaltung. Ich hätte so an die 50-50 gesagt. Aber wie gesagt, die Wahlergebnisse zeigen uns 82 zu 5,4. Ist halt ein bisschen, ja, also hey Pippi Langstrumpf, wie die Hopsasa, ja, das kommt schon sehr in diese Richtung hin, aber bitte genauso wie zum Thema Gesundheit. Liebe Brüder und Schwestern im Glauben. Ja, wir müssen einfach glauben. Wir müssen die Dinge wirklich glauben, dann fühlen wir uns wohler. Und was interessant ist, wir haben den Herrscher von 6 in 8, der Jupiter, und den Herrscher von 7 in 8, den Saturn. Wie gesagt, das gilt jetzt für 2,5 Tage. Aber das bedeutet, in den nächsten 2,5 Tagen, Herrscher von 6 in 8, die Machtausübung, die Einschränkungen durch das Gesundheitsthema, ja, und auch in der Außenwelt, in der Öffentlichkeit, Herrscher von 7 in 8, der Saturn, schaut es auch nicht gerade günstig aus. Also das heißt, die Volksgenossen müssen sich leider mit weiteren Einschränkungen anfreunden müssen. Ja, das ist schon klar, das wissen wir schon, die Daumenschrauben haben noch ein bisschen Spiel, da kann noch ein wenig Saft herausquetschen. Und auch der Pluto im 7. Haus ist es nicht unbedingt so glücklich stimmend, ja, für die, sagen wir mal so, Außenwelt. Gut, man kann es auch so sehen, hier die Feinde, ja, Staatsverträge, aber das glaube ich nicht bei einem 2,5 Tageshoroskop. Ich würde sagen, Staatsverträge, Feinde können wir dann bei größeren Horoskopen gelten lassen. Hier ist es einfach die Öffentlichkeit. Und was noch Interessantes hier steht, erfahren wir dann im 5. Teil. Ende.